So, hier, das ist der Kinderclub im Aquamarin. Hier können Kinder von 4 bis 12 Jahren abgegeben werden. Und da wird dann auf die Kinder aufgepasst hier. So, hier, das ist die Poolbar vom Aquamarin. Hier ist Spätaufsteherfrühstück zum einen wird hier angeboten. Und ansonsten ist es so, dass hier abends eben halt, ja, dann was getrunken werden kann. Es gibt kleine Snacks hier. Und das alles im Aquamarin in Hurghada. So, das ist jetzt ein normales Zimmer im Aquamarin. Die Zimmer hier sind alle gleich im Jazz Aquamarin. Also es sind immer, die maximal belegen sind 2 Erwachsene, 3 Kinder. Hier vorne ist das Elternschlafzimmer mit Fernseh. Hier draußen ist dann eine kleine Terrasse. Und wenn man hier wieder zurückgeht, vorne, hier ist dann das Badezimmer. Und hier ist dann Platz für die beiden Kinder. Der Aquapark in Blumarin. Hier kann man entweder ab 10 Jahren oder ab 1,30 Meter rutschen. Rutschen! Da ist die schöne Anlage, wo man schön sitzen kann. Total schön, die Anlage ist total gepflegt. Ja, und wenn ihr mehr hören wollt über das Blumarin und über das Aquamarin, die 2 Hotels sind direkt nebeneinander gebaut. Das Blumarin ist mehr der Teil für die Familien und das Aquamarin ist dann mehr der Teil für die Paare ohne Kinder oder auch mit Kindern. Aber hier im Blumarin ist eigentlich viel mehr geboten für die Kinder. Hier ist das Hauptrestaurant, was im Moment vom Aquamarin und vom Blumarin zusammen genutzt wird. Hier können auch sonst alle Gäste vom Blumarin und Aquamarin essen. Ansonsten gibt es für jedes Hotel nochmal ein separates Hauptrestaurant. Das Restaurant ist direkt am Aquapark. Und hier ist dann auch nochmal Shoppingmöglichkeiten direkt hier in der Anlage. Das ist jetzt der Übergang vom Blumarin hier zum Schwesterhotel Aquamarin, was hier dann ist. Hier ist der Ruhepool, den man ja wunderbar nutzen kann. Den können beide Hotels benutzen. Allerdings ist hier weder Animation noch sonst irgendetwas. Es ist einfach ruhig zum Relaxen. Und wenn man hier hinter dem Pool weitergehen würde, würde man dann direkt zum Strand kommen. Ja, und wie gesagt, also man kann alle Sachen vom Aquamarin und vom Blumarin beides gleichzeitig benutzen, wenn man möchte. Und ja, die Hotels sind wirklich übergangslos nebeneinander gebaut. Wie gesagt, Aquamarin einmal für Paare und dann einmal Blumarin für Familienurlaub. So, das hier ist jetzt der Hauptpool vom Aquamarin. Hier oben ist dann eine Terrasse auch gleich. Und ja, hier ringsrum sind die verschiedenen Zimmerkategorien auch. Und hier ist dann schon auch aktiv Poolleben, wo Animation ist, Wassersport, lauter solche Geschichten. Und hier sind auch nochmal Swim-Up-Zimmer hier in dem Bereich. Ja, wenn ihr mehr über die beiden Anlagen, über Aquamarin, über Blumarin wissen möchtet, könnt ihr uns gerne im Büro anrufen, 09732 2600 oder uns einladen wieder vor zum Aquapaket. Wir sind jetzt wieder hier im Blumarin. Die Anlage ist wirklich total gepflegt, schön sauber, schön grün, also ganz, 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 ganz toll. Vom Aquamarin der Aquapark und dann ist hier der Hauptpool hier drüben und da hinten ist dann der Aquapark. Hier ist das, die Anlage ist in Hurghada und wenn ihr mehr sehen möchtet, einfach auf Gefällt mir drücken
oder unter www.feller.de. Wir sind hier an der Rezeption im Aquamarin im Hogada. Hier kommt man rein, das ist ein 1-2-Fun-Hotel. Und hier, wie gesagt, der Eingangsbereich. Und dann kommt man hier in eine riesengroße Halle. Und hier sind dann jede Menge Sitzgelegenheiten. Ja.